Guten Morgen, ihr Lieben. Wie ihr in meiner Story gesehen habt, bin ich schon seit endloser Zeit wach. So 4 Stunden schon. Es ist jetzt 20 vor 8. Und heute ist der Umzug. Der Weiterzug, wie auch immer. Heute kommt das Umzugsunternehmen um 9. Meine Freundin Anastasia kommt wahrscheinlich doch nicht. Die wollte helfen, aber wenn das Kind krank ist, dann geht er nicht. Ja. Der ist jetzt eben Brötchen holen. Und dann gucken wir mal. Das Umzugsunternehmen kommt jetzt gleich als erstes mal eben hier hin und nimmt die eine Sofahälfte mit. Weil wir haben uns entschieden, dass die in die andere Wohnung kommt. Aber auf lange Sicht wollen wir die sowieso verkaufen. Weil das ist irgendwie nicht mehr so unser Ding. Gucken, ob wir die wegkriegen. Mal gucken, wann wir die wegkriegen. Und dann holen wir für die andere Wohnung was anderes. Weil wir haben uns was anderes vorgestellt. Was Englisches. Ein Chesterfield-Sofa hätten wir gerne. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall so. Hier kommt dann das alte rein, was hier vorher auch drin war. Das ist ja ein möbliertes Haus hier gewesen. Von daher, wenn wir hier einiges von mitnehmen, ist dann nicht leer, weil hier war voll viel an Möbeln drin, was wir einfach alles in Schuppen gestellt haben. Von daher ist es egal. Ja, ein bisschen Kisten gepackt haben wir noch. Hier stehen noch die IKEA-Möbel. Die wird Dell wahrscheinlich gleich rüberfahren, damit das Umzugsunternehmen sich aufs Lager konzentrieren kann. Ich versuche heute ein bisschen was mitzufilmen, aber ihr wisst, Umzug, da ist man selber super viel beschäftigt. Wir schauen mal. Ich gebe mir jedenfalls Mühe, zwischendurch mal zu filmen und euch natürlich auch sowas wie eine leere Roomtour irgendwie abzudrehen. Ihr habt die Wohnung ja noch überhaupt nicht gesehen. Ja. Genau. Viel Spaß beim Vlog. Das ist voll witzig, wenn ich so sage, erwischt, dann lacht er immer voll. Okay, jetzt nicht. Erwischt. Erwischt habe ich dich. Erwischt. Okay, Vorführeffekt. Sonst lacht er immer so voll so, ha, erwischt. Kommen Sie her, ich muss deine Nase putzen, richtig? Ja. Gesicht waschen und Nase putzen. Ist ja für Kinder und Babys wie ertrinken. Also sobald Feuchtigkeit in irgendeiner Form ans Gesicht kommt, man will einfach nur mal kurz das Gesicht waschen. Ja, du. Oder den Rotz, der hier schon am Kinn quasi runtertropft, einmal wegwischen, dann dieses... Hören ja sofort auf zu atmen. Das ist ja wie, wenn du das Gesicht bedeckst oder irgendwie einen Pulli kurz drüber ziehst oder ein Body und das Gesicht kurz bedeckt ist, dass die dann sofort so... Oh, da wird direkt meine Kamera unscharf. Hallo? Was ist denn hier los? Guten Tag. Was ist hier los? Hi, ja, da bin ich dann wieder. Ja, da ist direkt mal die Kamera unscharf geworden, ne? Aber es ist witzig, wenn ihr Baby so übertreibt. Ja. Muss sein, ne? Es ist Rotznasenzeit. Haben eure Kinder auch alle Rotznasen? Ich habe so das Gefühl, bis zum 4. Lebensjahr reißt es nicht ab. Vielleicht im 5. Könnt ihr einmal Bescheid sagen, wenn ihr Kinder über 4 habt. Also Julie hat gefühlt, seit sie aus meinem Bauch raus ist, eine Rotznase. Und Logan eigentlich, ja, seitdem er 4 Monate ist, gefühlt ewig eine Rotznase. Ja, was? Hast du eine Packung gefunden? Ist sie unter der Kommode hergeholt? Ja, da sieht man mal, was der Roborock hier so durch die Gegend schiebt, ne? Der räumt doch auf, der schiebt einfach Sachen unter die Kommode, habe ich festgestellt. Super, oder? So, Ikea, Spielsachen, noch 3 Kartons, die ich gepackt habe. 4. Das soll auch mit, das habe ich leer gemacht. Ja, und dann gucken wir mal, was wir noch hier von hier so schaffen. Aber wie gesagt, hier haben wir keinen Stress. Das Lager ist so unser Hauptaugenmerk heute. Logan hat sich entschieden, hier gerade schon mal alles auszupacken. Na, hilfst du mit? Na, sind wir hier in deinem Kinderzimmer? Sind wir hier in deinem Kinderzimmer? So, ich komme jetzt, glaube ich, quasi seit dem Umzug das erste Mal dazu, mich zu melden. Ich habe mich vorhin einmal kurz in der Story gemeldet, als ich im Keller war. Und 2 Touren sind jetzt schon fertig. Die sind jetzt noch die letzte machen. Das ist aber nur noch so Kleinzeug. So Kleinzeug. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal so eine kleine Roomtour.
Habt ihr da Bock drauf? Ja, das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Also, Eingangstür. Die Möbel stehen alle noch kreuz und quer, ne? Hier, Flur. Flur. Da kommt Logan gerade. Ist da eine Steckdose? Nein. Ich habe so gut wie alles abgedeckt, aber man weiß ja nicht. So, hier, Wohnzimmer. Genau. Ich filme jetzt mal nicht aus dem Fenster, weil ich haben sehr große Fenster. Wir haben neuen Boden drin, grauen. Und hier ist, wie gesagt, großes Wohnzimmer, große doppeltürige Fenster. Ja, Wohnzimmer. Dann hier Flur. Na, schmeckt's? Scherzkeks. Logans und Julies Zimmer. Das ist das größte Zimmer. Das ist sehr lang. Und hier stehen gerade alle möglichen Kartons. Ist auch Altbau, hat sehr hohe Decken. Finde ich mega schön. Ich stelle mich mal hier so ans Fenster. Könnt ihr mal sehen, ich stehe jetzt direkt am Fenster. Das ist schon ein sehr großes Zimmer. Ja, genau. Dann gehen wir hier in die Küche, wo gerade kein Licht ist, weil die Rolllade kaputt ist. Die muss erst repariert werden und hier muss natürlich eine Küche rein. Und hier kommt auch neuer Boden rein, aber erst nachdem die Küche eingebohrt wurde, weil dann können wir uns hier nämlich den Boden aussuchen, was da liegt, von der Farbe und so. Logan, nicht da anknabbern. Ist nicht gut für die Zähne. Komm. So. Komm, krabbel mal weiter. Zack. So. So. Dann geht's hier weiter. Flur. Dann ist hier das Badezimmer. Kleines Badezimmer, klein aber fein. Badewanne. Premium schlechthin. Hängetoilette. Fenster und das, was man sonst noch so braucht. Ne? Kleines schnuffeliges Bad. So, dann hier ein, ja, wie so eine Art Abstellkammer. Die Tür hängen wir aus, die kommt raus. Hier werden wohl die Katzentoiletten hinkommen und ja, dann noch irgendwas anderes. Wir werden da Verwendung für finden für diesen Raum. Und hier ist Familienschlafzimmer. Stehen schon Teile vom Bett. Ist auch ein recht großer Raum, finde ich toll. Und wir haben auch einen Balkon. Der hat auch eine ganz gute Größe. Ich filme jetzt mal nicht so hier, weil sonst sieht man die Häuser. Haltet mal. Also, das hier ist hier unser Balkon. Die Größe ist auch echt nicht schlecht. Finde ich super. Und die Wohnung ist super hell, wie ihr sehen könnt. Wir haben überall Rollladen. Man kann alles dunkel machen. Ja. Mega schön. Super schöne Wohnung. Wir freuen uns ja, wie gesagt, Dale ist gerade noch mit den Umzugshelfern, mit der Firma da, letzte Mal zum Lagerraum. Dann bringen die noch das Rattansofa, was wir im Lager hatten, bringen die zurück in unser Haus. Weil das andere Sofa steht ja jetzt hier. Genau, und ich gucke gerade parallel bei eBay Kleinanzeigen, weil wir sind noch, also ich habe ein Budget festgesetzt und wir haben noch quasi Stunden übrig, die wir verbraten können. Und da die ja mit einem großen Transporter da sind, gucken wir jetzt gerade, ob wir einen großen Kühlschrank finden, der hier in der Nähe ist. Und gerade bin ich noch mit jemandem in Kontakt, weil da kaufe ich ein Teil für die Hochebene. Da brauche ich noch ein zweites für. Aber das wäre schon mal ganz gut. Die haben mir nämlich angeboten, das zu bringen. Das wäre toll, wenn die das heute machen könnten. Das wäre der Wahnsinn. Ja, und ansonsten denke ich mal, sind wir hier gleich erstmal ein bisschen beschäftigt mit Möbel sortieren. Wo kommt was hin? So, den Babyspern stellen wir jetzt mal eben hier das Reißbrett auf. Der kriegt nämlich kalte Hände. Kann ja nicht angehen, ne? Hast du die ganze Wohnung schon angeguckt? Einmal abgenommen, ne? Ja. Findest du das gut? Mein Freund, du bist ja auch, dann kannst du da drin sitzen. Das Krasse ist, der stellt sich in dem Teil einfach mal hin. Glaubt da nicht, ne? Hab ich gestern gesehen, als wir den Keller sortiert haben, stand der in diesem Bett drin. Stand der und hat sich so auch ran festgehalten und mal rausgeguckt, weil dem da zu langweilig war. Es ist nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen. So, Moment. Es gibt ja eine Vorgehensweise, wie man hier so ein Ding in die aufbaut. Das letzte Mal meinte ich, sie zu wissen. Jetzt mal, ach, ich hab das schon ewig benutzt. So. Ja, und ich meine, die Seiten zuerst. So.
Ja, das war nämlich gestern auch. Die eine Seite war dann nämlich unten und da stimmt irgendwas nicht. Ich habe das dann wieder falsch gemacht. Das stimmt nicht. Jetzt stimmt nicht, glauben. Stimmt nicht. So, die wieder runter. Dann suchen wir mal. Ne, nicht da runter krabbeln. Nicht da runter krabbeln. Oh Gott. Ich kann mal helfen hier. Ich glaube. Krabbel war in die Richtung da. Nee, da. Ja, Krabbel, da. Genau. Dann suchen wir mal die hier zuerst. Und dann die hier zuerst. Das war jetzt ja die. Dann haben wir die Stufen runter. Pass auf, dann noch Dinge auf. Ich weiß es doch nicht mehr. Das ist doch kacke, ey. Ich glaube, ein bisschen was zu machen. Ich habe Angst, dass ich dir deine Finger kriege. Das wäre dann nicht so witzig. Geh mal hier rum. Guck mal, ein Pferd. Ein Pferdchen. Oh, guck mal da. Kannst du ihn da umschmeißen? Also, ich glaube, die andere Variante war besser, weil da waren immerhin drei Seiten fest. So, die Matratze dafür ist noch im Lager, die wird jetzt geholt, aber so geht's auch erstmal, ne, mein Schatz? Guck mal, und wir haben die Kiste mit den Badesachen gefunden. Na, sag mal, wenn die Julie morgen wiederkommt, dann freut die sich, dann will die bestimmt mal in die Badewanne. Könnt ihr auch zusammen baden, das wird toll, das wird lustig. Na, guck mal, hier ein Badebuch, kannst du dir angucken und die Mama geht ins Wohnzimmer. Ich nutze meine Chance, wo Dale noch nicht da ist, aber ich sollte mein Handy mitnehmen. Und werde schon mal ein bisschen im Wohnzimmer schieben, wenn ich dann eine Variante habe, die mir gefällt. Und Dale kommt nach Hause und es ist quasi schon vollbracht. Dann bleibt das so stehen. Erstmal. Stelle ich euch jetzt hier hin. Ja, nee, da, ach doch. Kann ich. Oh, gucken mal. Moment. So, guckt mal. So am Fenster fand ich es ganz geil. Ich will es auf keinen Fall vorm Fenster haben. Weil das dann doof für das Sideboard hier. Ich meine, jetzt gerade haben wir noch keinen Fernseher und jetzt soll auch erstmal keiner einziehen. Aber wenn dann mal einer kommt, dann muss man wieder alles umstellen. Also ich finde es, glaube ich, an der Wand cooler als an der. Und außerdem ist da auch der Stromanschluss. Stelle ich mich den mal hin. Hier. Ach, könnt ihr jetzt richtig viel sehen. Ich glaube, ich schiebe die auch noch mal eben kurz, damit es ein bisschen Sinn macht. Okay, ich kriege sie alleine schon geschoben. Ist mir aber zu heiß, weil es scheinen zwei von diesen komischen Scheiben da zu fehlen. Und zwar hinten und vorne. Und wenn ich jetzt schiebe, dann knickt sich das Bein so ein bisschen. Also die ist halt auch so nicht ausgerichtet, sage ich jetzt mal. Die ist voll am Wackeln, weil hinten und vorne eine Unebenheit ist. Das ist kacke. Aber ich würde dann gucken, wie sie da aussieht. Da soll irgendwann vielleicht mal ein Fernseher drauf, aber solange da kein Fernseher ist, kommen da andere schöne Sachen hin, vielleicht ein Bild oder so. Genau, da soll sie hin. Und was ich hier so geplant habe, ist hier Arbeitsecke, hier wahrscheinlich Esstisch oder hier Esstisch, da wir noch keinen haben. Wissen wir es noch nicht, hier mein großes Kallax-Regal oder da in der Ecke das Kallax-Regal und hier ein Schreibtisch, mal gucken. Auf jeden Fall soll hier Herzstück meines Arbeitszimmers mit rein, nicht ins Schlafzimmer. Diesen Fehler mache ich nicht nochmal, dass ich da arbeite,
wo ich auch schlafe, weil dann kann ich nämlich nicht mehr entspannen, wenn ich permanent meine Arbeit sehe und morgens die Augen aufmache oder nachts die Augen aufmache. Das soll dann hier im Wohnzimmer sein. Genau, wir gucken mal. Ich höre es hier. Ich höre hier jemanden vor sich hin arbeiten. Hast du dich wieder hingestellt? Nee. Gestern hat er sich hingestellt, weil hier eine Seite so leicht eingeknickt war. Dann hat er sich da hochgestellt und dann stand er da drin. Hallo? Findest du es witzig? Komm, guck mal von außen. Guck mal hier, hallo. Hallo? Kick. Was macht Geräusche? Du mit den Fuchsfüßen, du. Müssen wir mal mit schlafen? Ne? Wie ich mich erinnere, bist du seit 7 wach, mein Schatz. Und es ist 1. Nach 1 schon. Mhm. Kein Bock gehabt, war alles zu spannend, ne? Hallo. Kleiner Zeitsprung. Wir waren schon wieder im Haus. Dan und Logan sind jetzt im Haus. Die sind da noch ein bisschen am Packen. Ich habe mein Auto vollgepackt. Mit den ganzen Sachen. Bin gerade total in den Regen gekommen. Ist nicht schlimm. Das trage ich jetzt alles hoch und währenddessen warte ich auf jemanden von eBay Kleinanzeigen, der mir einen Teil der Hochebene bringt. Der kommt jetzt gleich. Genau, ich trage das jetzt mal alles hoch. Hallo, es ist schon früher Abend. Ich bin zurück. Ich bin vorhin kurz auf dem Sofa eingenickt. Als ich zurückkam, war Logan am Schlafen und Dale auch. Dann habe ich mich dazu gelegt und bin ich auch weggenickt. Dale ist jetzt kurz eine Kleinigkeit einkaufen. Logan ist jetzt wieder wach. Ich lasse jetzt hier gerade mal den Rüdiger durchfahren. Heute fahren wir nicht mehr zur neuen Wohnung. Wir machen das morgen. Morgen machen wir so eine Art Aufbautag und bringen dann noch einiges an Sachen rüber. Ja, Dale hat für hier ein neues Sofa ausgesucht und bestellt. Das kommt schon jetzt die nächste Woche. Hat er mich gerade mit überrascht. Also guck mal, was ich gefunden habe. Das war im Sale. Total das schöne Sofa. Wirklich richtig schön. Richtig gut. Ich glaube, wenn ich das gesehen hätte, hätte ich das auch geholt. Hat, glaube ich, nur 150 € gekostet oder so. Weil wir hatten nach einem anderen für hier geguckt. Secondhand. Aber, ja, wenn wir ein neues 150 haben können, super. Ja, cool. Guckt euch den an, wie er rumflitzt. Und damit meine ich nicht dich, ich meine den da. Das ist so ein geiles Teil, ohne Witz jetzt mal. Ich liebe den so, ne? I love you so much. Du machst deinen Job so gut. Das ist so unfassbar. Ich schätze dich sehr. Sehr. Und was ist hier los? Hier wird Blaubeere gefuttert, ne? Das ist ganz rote Wangen. Entweder bist du am Zahn. Oder du kriegst Fieber. Oder der ist einfach nur heiß. Aber eigentlich, es ist hier nicht jetzt super warm drin oder so, ne? Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, der glüht oder so. Ach, aber das schmeckt lecker, ne? Mmh, ja genau. Mal richtig fest, dass da alles rausquetscht. Mmh, wir haben genießen das. Voll süß. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist 7:50 Uhr. Wir sind schon seit 6:30 Uhr wach. Die Nacht war nicht so super erholsam, aber wir sind auch echt später ins Bett. Wir haben noch voll lange Netflix geguckt, sind dann auf dem Sofa eingepennt und dann irgendwann, als Logan Hunger hatte, rüber. Und der rollt hier jetzt gerade so rum, der ist schon angezogen. Wir machen jetzt gleich Frühstück. Jetzt gleich hier Katzen sauber und dann gehe ich duschen. Und dann fahren wir nachher zur Wohnung und bauen da Sachen auf. Hey. So, mein Auto ist voll, Dales Auto ist voll, Logan schläft jetzt. Der fährt jetzt als erstes zur Wohnung und macht sein Auto leer. Danach fahre ich und mache das Auto leer gegen 14 Uhr oder ein bisschen später fahren wir nach Haltern am See, weil da ist verkauft auch immer Sonntag. Und wir haben nicht mehr genug Milch für den Kleinen. Ist uns gestern einfach nicht aufgefallen. Total bescheuert, wir waren gestern einkaufen. Kann aber passieren. Wir haben jetzt noch so, dass er 3 Flaschen trinken kann, aber für die Nacht wird es halt nicht mehr reichen. Deswegen mal kurz nach Haltern fahren und da was kaufen. Genau, und ich würde sagen, ich filme gleich wieder, wenn wir in einer anderen Wohnung sind. Hallo, wir sind jetzt endlich hier. Wir mussten ewig fahren, um Milch für den Kleinen zu finden. Oh mein Gott. Hier ist das Bett, was gestern kam. Und davon brauche ich noch ein zweites. Ich zeige mal kurz hier, wie das Kinderzimmer aussieht. Es sieht so voll aus, aber hier sind wie gesagt alle Umzugskartons von der kompletten Wohnung. Da. So sieht es gerade aus. Jetzt seht ihr, glaube ich, auch besser, wie groß einfach das Zimmer ist. Und ich stehe noch nicht am Ende. Hier liegt noch eine Matratze. So. Sieht hier gerade aus. Genau, da sind die Katzen. Hallo!
Lukas, guck dich mal um. Ich komme gerade das erste Mal in die Wohnung. Ja, lauft mal, geht mal gucken. Hier sieht es so aus, da ist ein Baby. Hier ist auch nichts, was umfallen kann, keine Sorge. Das haben wir gerade schon mal so kurz hingestellt, um zu gucken. Genau. Ja, jetzt gerade erstmal so, der Teppich muss erstmal wieder flach werden. Und der macht sich jetzt eben ans Bett. Hallo, ich komme erst jetzt zum Film. Huch. Julie war in der Badewanne. Logan habe ich versucht zum Schlafen zu bringen. Keine Chance, der ist völligstens übermüdet, aber er will einfach nicht schlafen. Der hat jetzt gerade das Familienbett aufgebaut. Ich kann hier kein Licht anmachen, weil wir kein Licht haben. Ja, oh Gott. Hier könnt ihr mal gucken. Das Licht ist gerade ein bisschen schlecht, weil es schon relativ dunkel ist und wir hier noch kein Licht haben. Aber das wird noch weiter nach darüber kommen, dass hier Platz ist. Wartet mal. Und jetzt muss ich noch ein bisschen runterdrehen. Ich bin hier im Kinderzimmer zugange. Ups. Hab schon mal den Teppich ausgerollt. Der bleibt nicht so liegen, der kommt noch weiter nach hinten. Logan spielt hier mit den Autos und Julie mit ihrem Regenbogen. Genau. Oh ja, das hat jetzt Stunden gedauert. Ich werde jetzt mich dran versuchen, schon mal was von den Ikea-Sachen aufzubauen. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt, aber ich fange jetzt direkt mal an, damit wir nicht so viel Zeit verlieren. Ich habe auch gerade Essen bestellt, so richtig Baustellen, umzugsmäßig. Das kommt in 35 Minuten und wir gucken mal. So, Teil 1, dieses Teil hier von der Stuva-Bank. Das kann ja auch ein Kindertisch, so ein Basteltisch sein oder Kinderschreibtisch. Aber wir benutzen das ja für den Kleiderschrank. Dann baue ich das mal aus. Kann ich das so dran machen und dann hängt das so. Ja? Cool. Dann kann ich noch ein. Was sagst du? Dann müssen wir das so machen. So haben wir das jetzt gemacht. Wir haben das jetzt umgedreht, ne? Und jetzt müssen wir Rollen unten dran machen. Sie ist sleeping. Sie ist sleeping. Oh, great. What the hell? Shh, leise, Schatz, der Logan schläft, ne? My hero right now. You're right. Julie, leise. I did the same before. Oh Gott. Ja, wir haben gemerkt, dass die Tür, man denkt, man hat die gerade zu und dann geht es nochmal so ein Dück und dann patsch, klatsch, geht die voll laut zu. Ja, müssen wir irgendwas dazwischen machen, damit das halt nicht so laut ist. Ich wollte gerade sagen, ich bin so fertig, weil der Logan einfach nicht einschlafen wollte. Dale hat es jetzt geschafft. Ich habe hier die Krise gekriegt, weil, warte mal kurz. Der war ja dabei, das Familienbett aufzubauen. Ich war hier halt mit beiden Kindern, habe dann hier Spielsachen rausgeholt und so. Und habe hier angefangen, schon Möbel aufzubauen. Aber Logan konnte sich einfach nicht helfen, weil der so müde war. Der wollte einfach nicht schlafen und hat sich dann auch für nichts mehr interessiert und war dann voll weinerlich und wollte nicht essen und gar nichts und nicht auf den Arm und war richtig angenervt. Oh, ich habe richtig Kopfschmerzen davon, weil ich wollte ihm so gerne helfen. Aber ja, jetzt ist er im großen Bett. Du möchtest jetzt was trinken? Warte, ich hol dir was. Ich hab Trinkpäckchen mit Strohhalm. Ich will gerne Wasser, kaltes Wasser. Kaltes Wasser? Ja. Keine Trinkpäckchen mit Strohhalm, okay. So, guck mal, wir haben bestellt und ja, ihr seht irgendwie gerade gar nichts, ne? Hm. So, jetzt aber gib noch Nuggets und Pizzabrötchen. Und... Falafel? Hä? Ah ja, er ordert Falafel. The thing is, I never ate Falafel before, so I didn't know how it looks like. Nicht leicht. Ja, ich habe noch eine Falafeltasche bestellt. Hallo. Wir haben es jetzt schon 21:15. Warte, ich gehe ins Kinderzimmer und dann seht ihr auch was. Die Kinder sind jetzt schon am Schlafen. Schon ist gut, die sind schon eine ganze Zeit am Schlafen. Dale ist gerade zum Haus gefahren und holt ein paar Sachen, weil wir hier uns entschieden haben, heute schon hier zu pennen. Bett steht ja. Ne, fahre ich morgen von hier aus zum Kindergarten. Ich habe die Truhe fertig gebaut. Ich habe ein neues Kallax-Regal, aber ich habe ja noch nicht genug. Letztes Jahr, ich habe euch ja die Zeichnung gezeigt von dem Kleiderschrank, den wir uns hier zusammen basteln. Und ich wollte euch so gerne den Plan vom Kinderzimmer zeigen, weil es doof ist, ich kann das jetzt nicht... hier nicht so wirklich zeigen. Warte mal, ich versuche mal, ob das geht. Also ich stehe jetzt hier hinter der Eingangstür, ne? So, hier in die Ecke kommt die Hochebene. Und die wird 1,80 Meter breit sein, sprich, die geht dann so bis hier.
Und ist 2 Meter lang und geht dann da bis zur Steckdose, sprich bis zu der Kiste da ungefähr. So, dann kommt man hier rein, sprich man ist erstmal hier vor dieser Hochebene. Das ist nicht schlimm, weil die ist unten offen. So, dann war eigentlich mein Plan, hier diesen Kleiderschrank hinzubauen. Denke ich aber so, das ist doof. Man kommt rein und sieht als erstes mal eine Wand und dann einen Kleiderschrank, der auch noch offen ist. Finde ich, glaube ich, einfach nicht so schön. So, deswegen überlege ich jetzt, diesen langen Kleiderschrank, den wir bauen, hier so hinzustellen. Also ans Fenster. Aus dem Grund, ich hatte erst gedacht, den so hier an die Tür zu stellen, aber dann ist da verschenkt der Platz, weil die Teile, die zum Schrank gehören, passen nicht hinter die Tür. Sprich, das wäre hier so verschenkter Platz für gar nichts. Deswegen mache ich lieber hier dann Spielecke und das kann man dann noch mit einbeziehen. Da passen nämlich Kallax-Regale hin. So, sprich, da diesen längeren Kleiderschrank und hier dann Spielregale, sage ich jetzt mal. Bis hier geht dann, wie gesagt, die Hochebene und Julie und Logan, also Julie, sage ich jetzt mal, soll ja zum Geburtstag von ihrem Patenonkel und mir ein Hochbett bekommen. Das soll dann dahin. Das heißt, man hat da noch Platz zum Spielen, da Platz zum Spielen und hier komplett in der Mitte. So ist mein Plan mit der Aufteilung. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. War jetzt wahrscheinlich ein bisschen weh, ne? Aber ich habe das halt alles so bildlich im Kopf. Aber ihr wisst ja, wie das ist, wenn man da erstmal ein Zimmer einrichtet. Kann halt sein, dass man hinterher, wenn alles aufgebaut ist und man alles so stellen kann, dann doch nochmal umstellt. Aber so ist der Plan. Genau. Der hat angefangen, das Trofastregal aufzubauen. Ich muss gerade mal gucken, weil er hat hier Licht ausgemacht. Wie weit er damit gekommen ist. Oh, ist fertig. Dann kann er ja auch schon hier rein. Jetzt überlege ich gerade. Dann räume ich am besten da jetzt mal frei. Und pack dann einfach mal die Schranksachen da so hin und guck vielleicht, ob ich den schon. Ja, der ist ja schon fertig, ne? Ja, das ist schon fertig, die Einzelteile. Dann kann ich das schon alles so hinstellen. Nee, kann ich nicht. 2 Kallax-Regale, die ich ja schon hatte, die müssen ja noch aufgebaut werden, dass die dazugehören. Aber ich kann schon mal zumindest so die Sachen so hinstellen. Ich glaube, das mache ich mal eben. Ich zeige euch das gleich. Hoffentlich. So, das ist das, was ich jetzt gerade mal habe. Also, hier kommt dann noch ein 3er-Kallax hin. Und da. Und für die, die die Zeichnung nicht gesehen haben, dazwischen jeweils 2 Kleiderstangen. Das wäre dann der Kleiderschrank, ne? Also klar, die Kallax-Regale, die oben dran kommen, die werden noch an die Wand montiert, aber ich habe es jetzt gerade erstmal nur so hingestellt, dass die auch safe sind, falls mal ein Kind auf die Idee kommt, da hochzuklettern, keine Sorge. Jetzt überlege ich gerade, weil da ist ja die Tür. Ich habe überlegt, ich kann ja hinter die Tür ein Billy-Regal stellen, ein hohes, und das kann mit unter anderem auch als Bücherregal fungieren, weil das passt dahinter. Wenn ich dann den ganzen Kleiderschrank bis fast vorne zur Tür ziehe, ist das nicht so stückelig, weil jetzt habe ich da hinten so ein Stückchen frei. Ich meine, der sieht hier zwar so schön aus, aber habe ich da hinten so ein Stückchen frei und hier vorne so ein Stückchen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen doof. So für die Spielorganisation. Jetzt ist halt nur die Frage, wenn bis hier vorne schon die Hochebene geht. Also nicht, die geht nicht bis zum Türrahmen, sondern bis zu 40 Zentimeter davor. Ist dann die Frage, ob das dazu gequetscht ist. Aber das werde ich erst sehen, wenn die Hochebene steht. Deswegen denke ich jetzt mal, dass ich das alles jetzt mal bis hierhin verfrachten werde. Und dann mal die anderen beiden Kallax-Regale aufbaue, um zu gucken, wie der so wirkt. Das ist schon echt groß, das ist super. Ich muss da jetzt noch die Schienen reinmachen, dann können da die Kästen rein. Und eigentlich bereue ich es, also ich bereue es nicht, aber ich glaube, ich bin mir noch nicht so sicher, ob das so funktioniert. Ich habe ja da unten diese Schubkästen in dem Trofastregal, da sollen ja auch Logans Klamotten rein und auch Windeln und so, weil es gibt keinen Wickeltisch mehr. Der wird hier auf dem Boden gewickelt, weil er viel zu wendig ist und sowas alles. Aber der kommt dann ja in das Alter, wo der Schubladen aufmacht und alles wahllos rausreißt. Deswegen ist das wahrscheinlich gar nicht mal so super schlau, das da unten direkt für ihn zugänglich zu machen, weil dann räumt er mir ja jeden Tag das da unten aus. Klar, Montessori-Kleiderschrank finde ich geil, aber das ist eher was für Kinder, die schon größer sind. Logan ist ja noch ein Baby, da ist ja alles noch, ist ja noch nichts vor sicher. Deswegen überlege ich jetzt gerade Folgendes. Ist jetzt erstmal nur eine Idee. Trofastregal, können Spielsachen rein, wo er fleißig ausräumen kann und einräumen kann, wie er Bock hat. Julie natürlich auch, ne? Das gleiche nochmal,
oben drüber, wo Baby nicht dran kommt und das dann für seine Kleidung und seine Windeln und sowas alles. Und dann, ja, dann da halt die Kleiderstangen dran, sprich, das ist dann so hoch. Sprich, da könnte dann ein Zweier-Kallax drauf, also mit zwei Fächern, damit es wieder ungefähr eine Höhe hat, dass dann die Kleiderstangen dazwischen können. Das ist noch eine Idee. Und ich glaube, das ist eine sehr weise, gute Idee. Weil ich glaube, da tue ich mir sonst keinen Gefallen mit. Und eigentlich finde ich dieses Regalsystem ja super für kleine Kinder, weil es so einfach auf und zu machen ist und so einfach zu sortieren. Das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Und was mit euch hier? Euch gefällt es hier, ne? Ist gerade hier Katzen-Paradise, ne? Überall verstecken und spielen, ne? Findest du super, ne? Aber wo bleibt der Dale? Wo bleibt der? Hm? Der macht Party alleine zu Hause, ne? Jo. Hallo, wir sind wieder zu Hause. Ich komme erst. Oh, ist das unscharf. Ich komme erst jetzt dazu, mich zu melden. Die Nacht heute Nacht war nicht so super, weil Logan nicht so gut geschlafen hat. Wahrscheinlich auch die Umstellung. Und wir hatten sein Nest nicht dabei. Das ist ja nicht gerade so nicht gewöhnt, ohne Nest zu schlafen. Ich habe heute Morgen Julie dann in den Kindergarten gebracht. Dale ist dann mit dem Kleinen hier ins Haus. Ich bin dann von dort wieder zurück. Ich musste einiges an Papierkram machen und Anrufe und sowas alles. Weil, ja, das ist ja quasi mein Arbeitssitz dann. Da musste ich dann jetzt einige Sachen für mein Gewerbe beantragen, ummelden und sowas alles. Und, genau, jetzt sind wir gerade hier. Dale ist jetzt eben zum DM gefahren und Gas holen vom SodaStream. Ich versuche den Kleinen gerade zum Schlafen zu bringen, damit ich das Auto weiterfüllen kann, dann eine Fuhre wieder rüberbringen kann. In der Zeit macht Dale dann Mittagessen. Wir haben es jetzt 10 nach 11. Ich würde gerne richtig viel schaffen, bevor ich Julie nachher abhole. Weil ich habe ihr versprochen, so, wenn ich was verspreche, dann habe ich auch die Muße, das auch zu halten, dass sie heute richtig schön schon in ihrem Kinderzimmer spielen kann. Oh, hast du dir jetzt die Rasse ins Gesicht geworfen, Schatzi? Das war Gott sei Dank nur der Schreck. Genau. Ja, so ist der Plan. Heute zum Mittag. Was soll es uns zum Mittag geben? Ich glaube, heute gibt es vegane Burger. Huch! Ja, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, dass wir relativ viel auch vegan kochen. Kuckuck! Aber genauso lieben wir auch Fleisch. Dale ist mittlerweile auf dem, ja, schon fast auf dem Stand eines Vegetariers. Der isst mittlerweile recht wenig Fleisch. Ich halt nicht. Ich bin da noch nicht. Ich habe auch nicht den Ansporn. Ich esse so, wie ich da Bock drauf habe. Mal ist es mehr, mal ist es weniger, aber vegan ist halt auch richtig lecker. Und verkehrt ist es ja nicht. Aber bei mir ist da nicht so dieser Zwang hinter, so ich muss jetzt Vegetarier sein oder ich muss jetzt Veganer sein, weil das ist besser für die Umwelt. Ne? Man macht da seine Abstriche, wo man sie machen möchte und machen kann. Genau, so wie das hier aussieht, ist der Kleine richtig müde, aber hat einfach wieder keine Böcke zu schlafen. Das kann wieder ein bisschen dauern und dann schläfst du wieder 3 Stunden, ne? Ja. Du kleine Rotznase, was ist so mies, ne? Wenn die Kinder die Nase verstopft haben, wir haben so einen richtig geilen Nasensauger. Das Problem ist, es funktioniert aber auch nur in Kombination mit Kochsalzlösung. Um den ganzen Schlotz, sag ich jetzt mal, flüssig zu machen, damit er abgesaugt werden kann. Und wir haben immer diese kleinen Pipetten für diesen Pari-Inhalator-Dingsbums aus der Apotheke. Da ist aber so wenig drin, das ist so teuer. Das sind so, weiß nicht, ich glaube 15 Pipetten, wo eine gerade mal für einen Tag reicht, wenn überhaupt. Manchmal brauchen wir sogar 2. Und ein Paket kostet einfach mal 7 Euro. Also theoretisch bräuchten wir so 5 Pakete davon die Woche. Für ein bisschen Salzwasser, ja. Also das ist richtig krass, aber ich habe noch nichts gefunden, was langlebiger ist. Also ich frage mal in der Apotheke, beziehungsweise nicht in der Apotheke, aber vielleicht gibt es ja irgendein Hausmittel, was halt auch Rotzenase macht. Abgesehen von Zwiebel irgendwie auf der Heizung. Aber ich muss mal gucken, weil das ist echt kein Zustand. Das ist so ätzend, wenn die Kinder nicht atmen können. Julie hat ja auch einen Schnupfen. Und Dale und ich sind eher so super angeschwollen von der Heizungsluft. Also, dass die Nase super trocken ist und alles. Und die Kinder haben halt so voll die verstopften Rotzenasen. Und das ist blöd für euch, ne? Und blöd auch für uns. Ja. Wie gesagt, ich melde mich dann gleich nochmal.
Hallo, ich bin in der neuen Wohnung. Hatte das Auto vorhin komplett gefüllt, komplett leer gemacht, jetzt alles hochgetragen und runter, was halt in den Keller kam. Ich habe jetzt noch eine Stunde, hier zusammenzubauen und zusammenzupacken und sowas alles, was ich schaffe. Dann nach Hause Mittagessen, dann muss ich Julie abholen und dann fahren wir auch schon wieder hier hin. Genau, ich zeige euch, gestern war ja Abend, ich glaube das letzte, was ich euch gezeigt habe, war Abendessen. Ich zeige euch einmal jetzt im Hellen, wie es hier so aussieht. So, hier einmal Wohnzimmer. Hier baue ich gerade noch einen Kallax auf für im Kinderzimmer. Hier sieht es gerade so aus. Die Ecke finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Hier sieht es noch so aus. Genau, Schreibtisch, Esstisch. Ich glaube, ich werde mich eher für einen viel, viel größeren Esstisch entscheiden, damit ich an dem auch gut arbeiten kann. Weil das Herzstück, ich sag mal, es geht eigentlich gar nicht so um den Tisch an sich, sondern eher um das, was meine Arbeit mit sich bringt. Ich habe ja hier dieses große Kallax-Regal. Ich brauche halt sehr viel Stauraum für den ganzen Papierkram zum Arbeiten. Darum geht es eigentlich. Von daher denke ich mal, dass entweder hier ein großer Esstisch kommt oder hier freistehend. Das weiß ich noch nicht. Dafür muss das alles erstmal an Ort und Stelle. Und dann werde ich mal messen. Ich habe mir schon ein paar ausgesucht, die ich gut finde. Aber um das einschätzen zu können, was jetzt gut aussieht, müssen die großen Möbel alle aufgebaut sein. Wir gehen mal weiter. Hier sieht es gerade so im Flur aus. Hier ist noch ein Badezimmerregal, das versuche ich gleich noch aufzubauen. Kinderzimmer. Es ist so viel hier drin und das Zimmer ist immer noch so riesengroß, mein Gott. Ja, das hatte ich euch ja hier gestern gezeigt. Davon bestelle ich noch ein zweites, das ist jetzt fix. Und ich baue jetzt gerade die beiden Kallax-Regale auf für rechts und links. Genau, aber weiterbauen, montieren kann ich den sowieso erst fest, wenn das zweite Regal da ist. Aber ich baue die trotzdem schon mal auf, dann kann ich sie schon mal hinstellen. Dann Schlafzimmer, hier hat sich nicht viel getan, hier steht einfach nur unser Bett. Haben dort Laken noch nicht gefunden, Standard halt, ne? Ja, hier sieht es so aus. Das war's auch schon, nichts passiert. Ich könnte jetzt hier eine coole Timelapse filmen, wie ich jetzt hier so ein paar Kallax-Regale aufbaue, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so super interessant. Ich glaube, das wird eher cooler aussehen, wenn ich anfange, Schränke einzuräumen und sowas alles. Da werde ich das auch machen, aber jetzt gucke ich in der einen Stunde, die ich noch habe, dass ich hier flott fertig werde und melde mich gleich nochmal. So, Stunde ist rum. Ich muss in 10 Minuten losfahren. Ich habe jetzt 3 Regale noch aufgebaut. Das da und das da. Und ich wollte euch mal eben hier diese Boxen zeigen für die Stuva-Bank. Hier vorne ist noch so ein Sichtfenster, falls ihr das irgendwo anders reinbauen wollt, wo man dann reingucken muss. Ja, wie gesagt, hier kommt Duplo rein. Ich weiß nicht, ob wir beide füllen. Ich glaube mal eher eine. Und in die andere kommen dann irgendwelche anderen sperrigen Spielsachen. Wir haben jetzt keine Eisenbahn oder sowas, aber wir werden garantiert was finden, was da reinkommt. Und genau, das war's jetzt auch. Füllen kann ich die jetzt gerade nicht, aber ich fahre jetzt erstmal nach Hause. Mittagessen. Okay, ich habe Essen gemacht. Das ist mein Veggie-Burger. Da habe ich als Soße einfach Tomatenmark drunter gemacht. Und der hat Daddy's Sauce, weil der achtet gerade ein bisschen auf seine Figur. Ich nicht. Und ich habe den Käse vergessen. Ich habe den, I forgot the cheese. Yeah. Ach Gott im Himmel, look how far it is with me. Guckt mal. Ja, machen wir. Den haben Julie und ich zusammen gebaut, der Blumenständer. Haben wir gut gemacht, ne? Ja, ich hab. Du hast die letzte Schraube reingemacht. Sehr gut. Wollen wir den jetzt ins Wohnzimmer bringen und mal gucken, ob der auf der Fensterbank schön aussieht? Ich suche mich einen Flur aus, okay? Geh mal vor. Geh mal ins Wohnzimmer, ich komme hinterher. Ich suche mich einen Flur aus, okay? Okay. So, guckt mal. Die da wollte ich eigentlich da haben. Das mache ich gleich nochmal. Jetzt gerade sieht es gar nicht so doof aus. Und ich finde den Blumenständer halt da ganz cool. Ich muss sagen, da muss nochmal ein bisschen nachgezogen werden. Ich habe das jetzt alles mit der Hand gemacht, also ohne Werkzeug. Und der muss auch definitiv an die Wand geschraubt werden, weil sollte mal eine Katze auf die Idee kommen, eins auf diesen Dingern, also selbst wenn die voll sind, sollten die vielleicht auf die Idee kommen, da mal drauf zu springen, würde das ganze Teil umfallen. Von daher gucke ich gleich mal, ob ich das an die Wand schraube. Genau, aber ich finde, das sieht auf jeden Fall richtig cool aus da. Da kann dann auch ein Lämpchen drauf und dann halt Blumen und so. Cool. Cooles Teil. Habe ich von Amazon schon vor mehreren Monaten. Das sollte eigentlich fürs Haus sein, aber dann ist uns aufgefallen, dass wir gar keinen guten Platz dafür haben. Und dann wollten wir es erst in den Garten stellen, wenn es schöner wird. Und jetzt ist es da. Hübsch.
Guckt mal, wir haben gerade den kleinsten und süßesten Badezimmerschrank zusammengebaut, den ich hier gesehen habe. Ich dachte, dass der ungefähr doppelt so groß ist. Guckt mal, die Größen vergleicht, also wie groß die Schubladen sind. Ich dachte, die sind mindestens irgendwie so und so. Ja, keine Ahnung, aber der ist richtig süß. Der kommt, wie gesagt, gleich ins Badezimmer. Da hat die Julie mir mitgeholfen. Unser Babyschrank ist das, ne? Der Baby-Badezimmerschrank, ne? Hä? Gerade auf dein Handy getreten. Das ist nicht schlimm bei deinem Fliegengewicht. Wo ist denn deine andere Socke, du Scherzkeks? Und da, ja. Bei der Baumaschine. Bei der Baumaschine, ja, dann zieh die mal wieder an. Aber gerade kann ich nicht. Warum die nicht? Socke rutscht immer zu mir raus. Übrigens, warum hier... Mama, das ist eine freche Socke. Ja, freche Socke, sei mal kurz leise. Ich will mal eben was zu deiner Hose erzählen. Warum so krass Hochwasser oder Dreiviertelhose bei dem Wetter? Das ist eine Hose von Laugen. Das ist eine 74. Und Julie hat sich vorhin Ohrensaft über die Hose gekippt. Und ich hatte natürlich nicht genug zum Wechseln dabei. Keine Hose mehr. Deswegen hat sie jetzt Laugens an. Geht ja gleich eh nur ins Auto und dann ins Haus. Von daher. Ne? Auch keine. Ne? Keine. Der kleine Mini-Badezimmerschrank, der ist übrigens von Songmix. Da habe ich euch schon einige von meinen Möbeln von gezeigt. Diese ganzen Metall- und Holzsachen sind ja von denen. Das ist so ein Amazon-Shop. Die haben richtig geile Sachen. Und das ist eine von der Badezimmerreihe. Die habe ich auch schon ziemlich lange. Ich habe nur einfach ewig gebraucht, bis ich den dann mal aufgebaut habe. Und das Coole ist, ich habe ja einen neuen Rabattcode für euch. Ich blende euch den hier mal ein. Damit bekommt ihr nicht 10% auf dieses Teil, was ich euch gezeigt habe, sondern diesmal 10% auch auf alles, was die im Shop haben. Also auf alles. Ihr könnt auch auf Amazon bestellen. Die haben richtig viele geile Sachen. Ich werde euch mal den Badezimmerschrank unten verlinken und mal so ein paar Kollektionen von denen, weil die haben richtig tolle Sachen und die sind echt richtig günstig und richtig toll. Also wirklich, mein ganzes Wohnzimmer ist ja von denen. Also es sind wirklich geile Sachen. Guckt da auf jeden Fall mal nach. So, guckt mal. Hier passt der doch richtig gut hin. Sieht richtig süß aus. Kann man hier die ganzen Cremes reinpacken und Zahnbürste und so. Kleine Handtücher zum Abtrocknen. Voll gut. Übrigens, ganz komisch hier mit der Orchidee. Die Blüten zeigen in die Richtung. Die Blätter sind auf der anderen Seite. Ich wollte das eigentlich da stehen haben, aber dann waren entweder die Blätter im Fokus und die Blüten nach außen. Das sah irgendwie ganz komisch aus. Ich konnte die nur hier hinstellen. Aber hier sieht sie auch sehr hübsch aus. Ja, guck mal, der sieht doch schön aus, ne? Guckt euch den mal an. Der ist so niedlich. Echt. Und auch echt nicht teuer. Yep, ihr Lieben, ich beende jetzt diesen 3-Tages-Vlog hier im Badezimmer. Und ich hoffe, der hat euch gefallen. Lasst mir gerne Feedback da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!